diese Offenheit und diese unbelastete Art, die Kinder mit sich bringen, finde ich, ist heutzutage nicht mehr ganz so gegeben im Erwachsenenalter und da nimmt man nochmal viel mit. Hi, ich bin die Jessica und mache die Ausbildung zur Erzieherin. Die Ausbildung ging 4 Jahre lang. Das erste Jahr ist BK, da kriegt man auch erstmal mit, ob der Beruf was für einen ist. Das ist wie so ein Probejahr, wo man dann 2x7 Wochen am Stück im Kindergarten auch ist und wirklich einen Einblick in den Beruf bekommt. Nach diesem Jahr kommt man dann quasi ins UK und ins OK, wo dann die richtige Ausbildung sozusagen beginnt, der schulische Bereich. Dort ist man dann auch im Blockpraktika. Ja, ist ganz gut verknüpft eigentlich, finde ich, die Ausbildung mit der Praxis auch, dass man die Theorie auch sofort verknüpfen kann. Und nach den 2 schulischen Jahren kommt dann das 4. Jahr, das ist das Anerkennungsjahr. Und da ist man dann ein komplettes Jahr im Kindergarten. Also das hat mir jetzt total viel gebracht, um einfach mal wirklich zu merken, wie ist es, ein Jahr im Kindergarten zu sein, sich im Team zu integrieren. Das zeigt nochmal ganz andere Bereiche auf. Ich muss sagen, man muss sich, wenn man so jung in dem Beruf ist, schon auch ein bisschen behaupten und zeigen. Auch den Eltern gegenüber in unserem Beruf. Aber jede Erzieherin, jeder Erzieher ist einfach so ein offener Mensch. Das hat nie ein Problem dargestellt. Bei der Stadt Reutlingen hat man natürlich tolle Chancen zur Übernahme. Also es gibt einfach viele Einrichtungen in der Stadt, viele unterschiedliche Einrichtungen. Dann hat man natürlich immer Ansprechpartner. Also das war bei mir immer ganz unproblematisch. Man kann immer jemanden erreichen bei der Stadt, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ich werde jetzt erstmal in dem Beruf bleiben. Mir gefällt es als Erzieherin und habe so das Richtige für mich gefunden.